Ich weiß, dass ein Freund von mir für den Tod von mindestens zwei Menschen und vielleicht mehr verantwortlich ist. Welches Geheimnis nimmst du mit in dein Grab? Meine äußerst enge, lustige, vertrauensvolle, platonische Freundschaft mit meiner Schwester ist größtenteils das Ergebnis der Lust, die ich einst für sie empfand. Ich bin ein paar Jahre älter als meine Schwester, aber wir haben ungefähr zur gleichen Zeit die Pubertät begonnen. Ich hatte seit meiner Kindheit eine sexuelle Anziehung zu Mädchen, ich vermute, dass meine natürlichen Hemmungen einfach niedriger sind als die der Norm. Wie auch immer, als es losging, ihren Körper zu entwickeln, war ich davon angezogen. Sehr sogar. Wir fühlten uns wohl miteinander, wir kamen bald besser miteinander aus als alle unsere anderen Geschwister, und sie hatte die Unschuld der Zehnjährigen, die sie war, also sah ich hin und wieder Dinge. Nippel, Umziehen bei offener Tür und so weiter. Ich war so beschämt und erschrocken, aber auch hoffnungslos pubertär geil. Also ging ich natürlich genauso vor wie dumme Jungs mit Mädchen. Ich behandelte sie wie eine Prinzessin. Nun, sie war ein bisschen eine Göre, als sie aufwuchs und wir haben sie so behandelt. Sie musste es also bemerkt haben, als ich anfing, sie anders zu behandeln. Soweit ich das beurteilen konnte und kann, war sie dankbar, dass mindestens eine Person in der Familie gerne Zeit mit ihr verbrachte. Ringen auf der Couch, gemeinsam Videospiele spielen, Besuche im örtlichen Schwimmbad. Ich war verdammt abgelenkt, aber trotzdem genoss ich meine Zeit mit ihr. Ich versuche verzweifelt, nicht von meinen heimlichen Blicken erwischt zu werden oder mit meiner Körperlichkeit zu offensichtlich zu sein. Es war eine Qual, die kognitive Dissonanz zwischen der Sorge um sie und dem, was im Allgemeinen angemessen ist, und dem verzweifelten Wunsch nach ihrem Körper, war einer der größten Kämpfe meiner Kindheit. Ich erinnere mich an eine Nacht im Urlaub, in der wir in einem Hotelzimmer im selben Bett schliefen. Ich blieb die ganze Nacht wach und war mir ihrer neben mir nur allzu bewusst. Wie dünn ihr Pyjama war, wie einfach es wäre, meine Hand auszustrecken und zu erkunden. Ich fragte mich, ob es sie aufwecken würde. Zum Glück habe ich diesen Kampf gewonnen. In dieser Nacht passierte nichts. Kurz darauf entschied ich, dass ich mein Leben wieder in Ordnung bringen musste. Als 13-Jähriger hatte ich bereits das Gefühl, dass mein Leben ein Chaos war, und beschloss, jeglichen Drang oder Gedanken, die mit ihr in Verbindung standen, vollständig zu unterdrücken. Es dauerte Monate, aber meine Scham verschwand lange nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher ich die nötige massive Entschlossenheit hatte. Wir stehen uns sehr nahe, und ich denke oder fühle nie sexuell an sie. Unterbewusst weiß ich wohl immer noch, dass ihr Körper attraktiv ist, aber ich betrachte ihn nicht mehr aus dieser Perspektive. Wir sind uns näher als alle anderen Familienmitglieder, sodass wir fast genau die gleichen Gedanken gleichzeitig denken, obwohl unsere Persönlichkeiten in vielerlei Hinsicht unterschiedlich sind und jede Menge Insiderwitze haben. Wir haben so viel Spaß zusammen, und ich glaube ehrlich gesagt, dass dies hauptsächlich durch meine kindlichen Manöver verursacht wurde. Heutzutage fühle ich mich fast ausschließlich zu Frauen anderer ethnischer Herkunft hingezogen, meine ersten Freundinnen hatten wahrscheinlich viel damit zu tun, was meiner Überzeugung nachhilft. Als Erwachsener habe ich jedoch mit etwas Angst und Abscheu festgestellt, dass ich auch eine gewisse Anziehungskraft auf Mädchen in dem Alter habe, indem sie damit begann, 9 plus, kaum Pubertätsbeginn. Es ist jedoch nicht so stark wie die Anziehungskraft auf Frauen in meinem Alter, und ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich habe ein bisschen mit einem Therapeuten über diesen Teil gesprochen, nur um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Trotz einiger seltsamer Herausforderungen auf dem Weg ist sicherlich alles gut. Ich habe ehrlich gesagt nie darüber gesprochen, soweit ich mich erinnern kann, und ich hatte den Drang, es erst vor kurzem von meiner Brust zu bekommen, also danke euch allen fürs Zuhören. Auf der Autofahrt neulich von einem Ausflug bot mein Date an, die 9 Stunden nach Hause zu fahren, seit ich uns dorthin gefahren habe. Ich war eingeschlafen, wachte aber abrupt auf, als ich furzte. Laut, und es hat gestunken. Ich hatte mit seiner Jacke über dem Kopf geschlafen, also tat ich so, als würde ich schlafen. Als ich wieder einschlief, furzte ich wieder. Genauso laut, genauso stinkend. Ich tat weiterhin so, als würde ich schlafen, obwohl ich hörte, wie er kicherte. Ich werde ihm nie sagen, dass ich die ganze Zeit wach war. Wegschmeiß-Account. In der 8. Klasse hatte ich, zum ersten Mal, Sex mit einer Schwester meines besten Freundes. Sie und ich sind beide gleich alt, sie hatte damals einen Freund, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Ein paar Wochen später erzählte sie mir, dass sie schwanger war und sich nicht sicher war, ob es mein Kind oder das Kind ihres Freundes war. Ich war irgendwie ungläubig und wir schafften es beide, einander davon zu überzeugen, dass es auf keinen Fall mir gehörte. Absolut 100% nicht möglich. Also erzählt sie allen, dass sie schwanger ist und ihre Eltern und ihre Familie sind schockiert und wütend auf sie und all das Zeug. Mein bester Freund, ihr Bruder, blieb danach wegen des ganzen Dramas, das daraus folgte, für ein paar Tage bei mir zu Hause. Also schließlich sind 9 Monate vergangen und sie bringt ein Kind zur Welt.
Ungefähr eine Woche nach der Geburt des Kindes ging ich zum Haus meines Freundes, um abzuhängen und das Kind zum ersten Mal zu treffen. Ich und sie sind beide weiß und ihr Freund war Filipino. Der Junge sieht überhaupt nicht philippinisch aus, gar nicht. Er sieht aus wie ein süßes kleines weißes Baby. Es gibt diese unausgesprochene Peinlichkeit zwischen uns schon seit langer Zeit, weil wir beide wissen, dass das Kind wahrscheinlich meins ist. Ich bin jetzt 18. Wir sind jetzt beide 18 und sie ist mit ihrem neuen Freund verlobt, er ist 22. Manchmal bittet sie mich, das Kind zu babysitten, weil sie Pläne hat und niemand anderes will sich um das Kind kümmern. Es sieht mir sehr ähnlich. Ich wurde sogar von Leuten gefragt, ob es meins sei. Ich habe mir überlegt, es aufzugreifen. Ich möchte es eines Tages sicher wissen, aber ich werde wahrscheinlich nie jemandem davon erzählen, den ich wirklich kenne. Wegwerf-Account. Ich werde versuchen, die notwendige Hintergrundgeschichte kurz zu halten. Als ich noch klein war, hatten wir ein Nachbarskind, dessen Stiefvater gewalttätig wurde. Er schlug ihre Mutter fast täglich ohne Scham, vor ihren Augen zu Brei. Wir waren gut mit der Mutter befreundet, aber sie weigerte sich einfach, den Mann zu verlassen, und wir versuchten zu helfen, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Aber deswegen ließen wir das Nachbarsmädchen bei uns bleiben. Nennen wir sie Jana. Jana blieb Tage, Wochen, Monate, ja sogar jahrelang bei uns. Sie wurde eine von uns, und wir haben sie genauso behandelt. Ihre Mutter und ihr Stiefvater ließen dies zu, sie wussten, dass es besser für sie war, bei einer normalen Familie zu sein. Sie hatte eine Mutter, einen Vater und zwei Schwestern, die sie alle liebten, als wäre sie ihre eigene. Wie auch immer, ihre Eltern ziehen nach Utah, als sie ungefähr 14 Jahre alt war. Als sie 16 wurde, beschloss sie, zu ihnen nach Utah zu ziehen. Wir halfen ihr großzügig, halfen ihr beim Bezahlen ihres Tickets und ließen sie am Flughafen mit Tränen in den Augen davon ziehen. Wir wollten, dass sie dort zur Schule und lernt zu leben. Genau das hatte sie auch vor. Sie war so ehrgeizig. Das heißt, bis sie mit der falschen Gruppe zusammenkam und im Laufe der paar Jahre, die sie dort war, süchtig nach Crystal Meth wurde. Wir haben es von ihrer Mutter erst erfahren, als sie schon eine Weile damit beschäftigt war, und wir erkannten, dass wir nichts dagegen tun konnten. Zum Glück rief sie uns jedoch nach einer Weile an und bat um Hilfe. Sie wollte sauber sein und nach Hause zurückkehren. Wir bezahlten ihr Flugticket nach Florida, um eine Reha zu machen, und bezahlten dann, dass sie zu uns nach Hause zurückkehrte. Sie war clean. Sie sah ein wenig zerbrochen und zerrissen aus, aber sie war schön wie immer. Wir waren froh, sie wieder zu haben. Sie ging zu Treffen der anonymen Alkoholiker und es ging ihr wirklich, wirklich gut. Ich habe einen Mann kennengelernt, ein wundervolles Kind bekommen, einen Job als Manager in einem Fastfood-Laden gehabt. Jahre vergingen und ich begann Dinge zu bemerken. Normalerweise wollte sie, wenn sie mein Auto ausleiht, Bescheid geben. Nahm es aber oft unangekündigt und ließ mich oft gestrandet zurück, dass ich zu spät zur Arbeit oder zur Schule kam. Niemals hat sie für Benzin bezahlt. Sie würde mitten in der Nacht in einer unglaublichen Benommenheit herumlaufen. Ihr Gesicht sah aus wie ein geschmolzener, entsetzlicher Hauthaufen, während sie schlief. Dann begannen Dinge zu verschwinden. Geld aus dem Sparschwein ihres Sohnes. Kleingeld, das herumlag. Geld aus unserem Geldbeutel. Dann größere Dinge. Wir haben Spenden für den Tierarzt meiner Mutter gesammelt, alles war weg. Eine kleine Pistole aus unserer Schublade verschwand und sogar der Jubiläumsring meiner Mutter von ihr Ehemann. Der verpfändete sie für $45, wie wir später herausfanden. So ging es weiter, bis meine Mutter es nicht mehr ertragen konnte. Sie durchsuchte Jens Sachen, und siehe da, leere Rezeptflaschen. Noch mehr leere Flaschen. Als wir mit der Suche in ihrem Schrank fertig waren, war buchstäblich eine Einkaufstüte vollgepackt. Einige waren in ihrem Namen, andere nicht. Es handelte sich um Vicodin, andere ähnliche Medikamente und Muskelrelaxane. Sie wurde sofort rausgeschmissen und gezwungen, ihren Sohn bei uns zu lassen. Wir wissen nicht, wohin sie gegangen ist. Einen Tag später kehrte ihr Sohn nach Utah zurück. Seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört, aber gelegentlich bekommen wir Post an sie adressiert, Führerscheinentzug, gerichtliche Vorladungen, Kreditkartenscheiße, Dinge, die besagen, dass sie versucht, unsere Adresse zu benutzen, um Telefone und Kreditkarten zu bekommen und so weiter. Sie sitzt derzeit wegen Drogenutensilien im Gefängnis, nachdem sie ein weiteres Kind mit einem neuen Mann bekommen hat. Das Geheimnis ist, als all diese Dinge damals verloren gingen, tat etwas anderes das auch. Ein Glas, das mit Kleingeld gefüllt war, das wir alle im Laufe der Jahre füllten. Viele Münzen und Scheine. Es waren vielleicht ungefähr $250 oder mehr, was ich gezählt habe. Es wurde Jana angelastet und niemand vermutete etwas anderes. Ich habe das Geld genommen und niemand hat es je herausgefunden. Um fair zu sein, ich habe nicht alles genommen, aber am Ende war das ganze Glas leer. Ich war also nicht die Einzige. Also hier ist mein Geheimnis.
Ich hatte eine Affäre mit einer sehr engen Freundin. Sie ist seit ein paar Jahren eine meiner besten Freundinnen. Wir haben immer super geklickt. Ungefähr ein Jahr nachdem wir uns kennengelernt hatten, war ich in einer extrem missbräuchlichen Beziehung und die Frau meines Freundes wandte sich an mich und wollte mir helfen. Sie half mir schließlich, den Mut zu fassen, aus dieser Beziehung auszusteigen. Sie war auch danach weiterhin ein offenes Ohr und half mir, mich von diesem großen Schlag für meine Psyche zu erholen, den eine solche Beziehung haben kann. Langsam kamen wir uns unglaublich nahe, und oft wusste ich, was in ihrem Leben vor sich ging, bevor ihr Freund es überhaupt wusste. Das war seltsam. Ihr Freund erzählte mir Dinge, die in seinem Leben und seiner Beziehung passierten, und ich musste da sitzen und so tun, als wüsste ich es noch nicht, dass ich nicht bereits ein langes Gespräch darüber geführt habe, Punkt mit seiner Freundin. Eines Nachts gehen wir alle zu einem Konzert und betrinken uns ziemlich. Nachdem wir alle nach Hause gekommen sind, bekomme ich eine SMS von der Frau, die zugibt, dass sie in mich verknallt ist. Am Ende reden wir die ganze Nacht, bis etwa 7.30 Uhr. Das Gespräch dauert etwa ein oder zwei Monate. Dann schickt sie mir eines Nachts aus heiterem Himmel ein Nacktbild. Schneller Vorlauf um einen weiteren Monat, die Dinge eskalieren immer noch, obwohl alle anderen nichts bemerken. Ich spiele in ein paar Bands und habe eines Abends eine Show. Sie wollten beide kommen, aber ihm ist in letzter Minute etwas dazwischen gekommen. Uns völlig vertrauend, nichts ahnend, sagt er ihr, sie solle einfach mit mir gehen und sich danach absetzen lassen. Ich habe sie erst um 5 Uhr morgens nach Hause gebracht. Er hat sich nichts dabei gedacht. Solche Dinge passierten immer wieder und währenddessen wurden unsere Gefühle intensiver, ebenso wie unsere Schuldgefühle. Irgendwann wusste ich, dass wir aufhören mussten. Ich konnte ihm nicht in die Augen sehen. Und jedes Mal, wenn jemand ihren Namen erwähnte, würde ich mit so vielen Emotionen aufsteigen, dass ich nicht wusste, was ich damit anfangen sollte. Wir unterhalten uns immer noch gelegentlich, aber wir wissen beide, dass wir es zum Wohle aller auf ein Minimum beschränken müssen. Es dauerte ungefähr 8 Monate. Und wir waren zuvor fast 3 Jahre lang sehr enge Freunde gewesen. Wenn ich es nicht beendet hätte, wüsste ich nicht, wo wir jetzt wären. Ich hätte nie gedacht, dass ich an so etwas beteiligt sein würde. Ich bin super dagegen, aber es war ein so langer, langsamer Prozess scheinbar unschuldiger Entscheidungen, bis die nächste, unschuldige Entscheidung, eine war, die eine Ehe und viele Freundschaften beendet hätte. Daher bin ich froh, dass ich es beendet habe. Gleichzeitig hatte ich noch nie eine Beziehung wie die, die ich mit ihr hatte, und ich weiß, dass sie jetzt unter derselben Realität leidet wie ich. Ich weiß, dass Reddit so etwas nicht mag, aber ich musste es irgendwie von meiner Seele bekommen. Auch wenn es schon eine ganze Weile vorbei ist, habe ich es immer noch häufig im Kopf. Wird wohl noch eine Weile dauern. Trotzdem, so ist es richtig. Bis zum Grab. Ich hatte einen süßen, wunderbaren Schüler, der zwar in einer Pflegefamilie war, aber seine Mutter hat sich den Arsch abgearbeitet, um ihn zurückzubekommen. Er musste eine sehr wichtige Prüfung machen und seine Mutter hat mich angerufen und gefragt, ob er sie bestanden hat. Ich sah mir die Noten an und sah, dass er es tat und sagte es. Sie brach in Freudentränen aus und da sah ich, dass ich die falsche Zeile gelesen hatte. Er war durchgefallen. Also änderte ich seine Note auf bestanden. Niemand wusste es. Niemand merkte etwas. Das war das einzige Mal, dass ich das jemals gemacht habe. Das hätte mich meine Lizenz kosten können. Das Seltsame ist, als mein schrecklicher korrupter Schulleiter mich unter Druck gesetzt hat, die Noten anderer Schüler zu ändern, damit wir unsere Erfolgsquote erhöhen können, habe ich mich geweigert. Ich habe nie jemandem erzählt, was ich für meinen Schüler getan habe. Er ging zum Militär, war dort extrem erfolgreich, hat eine tolle Frau und Kinder, also denke ich, dass ich das Richtige getan habe. Scheiß auf Tests, sie sind keine Menschen, also nicht so wichtig. Ich habe versucht, meine Mutter zu ermorden. Sie hat mich angegriffen, verbal, aber auch körperlich. Sie hat mich an Stellen geschlagen, die niemand sehen konnte, oder mir Haarbüschel ausgerissen, wenn Papa zur Arbeit unterwegs war. Wahrscheinlich hat sie eine Persönlichkeitsstörung. Eines Nachts, als ich von meinem zweiten Job nach Hause kam, ist sie mir ins Gesicht gesprungen, und ich hatte es satt. Meine Mutter hat ganze Phasen durchgemacht, in denen sie nicht gearbeitet hat. Ich habe mich jeden Sommer umgebracht, um mehr als 50 Stunden zu arbeiten, um die Familienrechnungen im Namen meiner Eltern zu bezahlen und auch meine jüngere Schwester zu all ihren Aktivitäten zu bringen. Ich hasste es, ich hatte es satt, ich habe versucht, Mamas Kopf durch eine Wand zu boxen. Sie fing an zu schreien. Oh, Hilfe! Hilfe! Und ich sagte ihr, sie könne es austeilen, also sollte sie es auch einstecken können. Ich warf sie auf den Boden und trat ihr immer wieder in Bauch und Oberschenkel. Ich habe sie wirklich zugerichtet und es fühlte sich gut an. Sie hat das Leben so vieler Menschen zerstört und sie hatte nie Konsequenzen dafür. Niemand in unserer Familie hat mir jemals geholfen oder die Polizei gerufen, wenn sie mich misshandelt hat. Der einzige, der jemals geholfen hat, war der Hund.
Wenn der Hund wach war, während meine Mutter versuchte, mich zu misshandeln, knurrte sie Mama an, bis sie nachgab. Ich hatte immer Zurückhaltung gezeigt und sie bis heute Nacht nie geschlagen. Mein Dad hat die Polizei gerufen, als ich diese Grenze überschritten habe. Die Cops kommen, teilen uns zur Befragung auf, ich erkläre meine Seite und platze dann einfach heraus. Wo wart ihr Arschlöcher, als ich 8 war und sie mir das angetan hat? Der Polizist war verblüfft. Ich glaube, er konnte sagen, dass ich ehrlich war. Er geht und spricht mit seinem Partner. Ich denke, das ist kein Angriff, ich denke, es ist eine Sache mit einer psychischen Erkrankung. Dann schüchterten sie meine Mom und meinen Dad im Grunde ein, damit sie ihnen zustimmten. Sie ließen es nicht locker, bis sie zustimmten, dass es sich um ein medizinisches Problem handelte, nicht um ein kriminelles. Also riefen sie einen Krankenwagen und ich ging im Rahmen eines Umleitungsprogramms ins Krankenhaus. Im Grunde schickten sie mich für 3 Tage zur Entgiftung und ich kam ohne Aufzeichnungen, keine Gebühren, nichts außer einem Rezept für eine Beruhigungsmittel und einer Empfehlung für eine Therapie, bezahlt von der staatlichen Versicherung, heraus. Der Versuch, meine Mutter zu töten, hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, ehrlich gesagt, weil ich mir ein paar Tricks von einem Therapeuten bekommen habe. Wie auch immer, seien Sie freundlich. Man weiß nie, was jemand durchgemacht hat und man weiß nie, wozu jemand fähig ist, wenn er weit genug getrieben wird. Mein Geheimnis ist, dass mein Vater meiner Mutter $1500 für das alleinige Sorgerecht für mein jüngstes Geschwisterchen bezahlt hat. Dies wäre nicht nur ein schwerer Schlag für meine Geschwister, sondern mein Vater heiratete auch ziemlich schnell wieder und die neue Frau ist die Definition einer bösen Stiefmutter. Wenn meine Geschwister wüssten, dass unsere Mutter sie für so wenig Geld aufgegeben hat und der Kompromiss 5+ Jahre Missbrauch war, wäre sie zerstört. Als ich ein unbeholfener Tween war, verbrachten meine Brüder und ich viel Zeit im Haus meiner Großeltern. Wir wurden von meinen Großeltern aufgezogen, seit wir kleine Kinder waren, und selbst nachdem mein Vater wieder geheiratet hatte, arbeiteten er und meine Stiefmutter beide in der Friedhofsschicht, wir mussten die Nacht bei meinen Großeltern verbringen, während meine Eltern bei der Arbeit waren. Eines Tages teilte mir meine Großmutter mit, dass mein Großvater Geburtstag habe und schlug vor, ihm alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Er saß unten im Wohnzimmer auf dem Sofa, und ich ging zu ihm und umarmte ihn fest um den Hals und sagte: Happy Birthday, Opa! Es war irgendwie schwierig, eine Person im Sitzen zu umarmen, also kniete ich auf dem Sofa zwischen seinen Beinen, anstatt zu versuchen, ihn aus dem Stehen zu umarmen. Er war sehr glücklich und umarmte mich zurück. Als ich mich aus der Umarmung zurückzog, hielt er mich in seinen Armen und schenkte mir ein breites Lächeln. Und dann steckte er seine Zunge in meinen Mund. Als ich ein kleines Kind war, küssten wir manchmal andere Familienmitglieder auf den Mund, aber das waren keusche Küsschen auf den Lippen. Ich konnte sofort sagen, dass das anders war. Seine Zunge war auf meinen Zähnen. Es dauerte nur einen Moment und ich war angeekelt und verwirrt, als ich mich zurückzog. In diesem Moment betrat meine Großmutter das Wohnzimmer. Ich drehte meinen Kopf, um sie anzusehen. Meine Hände lagen noch immer auf den Schultern meines Großvaters. Sie schien wirklich glücklich zu sein, dass ich meinem Großvater wie ein braves kleines Kind alles Gute zum Geburtstag gewünscht hatte. Ich umarmte ihn ein letztes Mal kurz und stürmte aus dem Zimmer. Für den Rest meiner Tween- und Teenie-Jahre habe ich immer darauf geachtet, nicht allein mit meinem Großvater im selben Raum zu sein. Er starb in meinen 20ern, ein gutes Jahrzehnt vor seiner Zeit aufgrund von Gesundheitsproblemen, die durch den Lebensstil verursacht wurden. Meine Familie wählte mich aus, um bei seiner Beerdigung zu sprechen. Ich hatte wirklich komplizierte Gefühle dabei, weil ich ihn doch irgendwie liebte. Schließlich haben mich meine Oma und mein Opa großgezogen. Außerdem war mein Großvater der Fels der Familie und nach seinem Tod trennten sich die 3 Zweige, mein Vater und unsere Familie sowie seine Geschwister und deren Familien, nach und nach, und zwischen uns war nichts mehr wie zuvor. Wir verbringen nicht einmal mehr Weihnachten zusammen. Ich habe noch nie jemandem in meiner Familie davon erzählt, weil ich meiner Großmutter das Herz nicht brechen konnte. Sie hat ihren Mann 10 Jahre überlebt und spricht immer noch jeden Tag mit ihm und über ihn und besucht mehrmals die Woche sein Grab. Also, danke, dass du dir meine Reddit-Geschichte angehört hast. Schön, das von der Brust zu bekommen. Wow, ja, das erinnert mich sehr an ein ähnliches Szenario aus meiner Kindheit. Ich war mit meinem kleinen Bruder und meinem, viel älteren, Cousin im Pool. Ich war ungefähr 5, mein Bruder ungefähr 2 und mein Cousin war wahrscheinlich 16 bis 17, vielleicht sogar 18, kann mich nicht erinnern. Er, meine Tante und mein Onkel lebten in einem anderen Staat, also sahen wir sie nur selten. Ich mochte sie nie wirklich sehr, um ehrlich zu sein. Aber wie auch immer, mein Bruder war im Pool, auf seinem Floatieding. Ich war auf einem Poolfloss und mein Cousin war neben mir. Nein, ich will wieder zurück, wieder an. Mein Cousin lächelte und lachte mit mir. Dann sagte ich, dass ich wieder aussteigen wollte, und er sagte nur: Nein.
Und dann kitzelte mich an einer super unpassenden Stelle, für einige Sekunden. Es war definitiv kein normales Kitzeln. Ich erstarrte, er lächelte nicht mehr. Ich fühlte mich seit Jahren komisch und angeekelt und beunruhigt. Ein paar Jahre später, als sie zu Besuch kamen, kam er ins Badezimmer, während ich ein Bad nahm, ließ mich seine Füße waschen und starrte mich nackt an. Zum Glück kamen sie, wie gesagt, nicht oft, also waren dies die einzigen zwei Male, an die ich mich erinnern kann. Eines Tages versuchte ich während eines Streits meiner Mutter davon zu erzählen, aber sie sagte nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir nicht glaubte oder einfach nicht wusste, was sie sagen sollte. Ich bin jetzt darüber hinweg, aber es hat mich als Kind lange Zeit durcheinander gebracht. Ich weiß, dass ein Freund von mir für den Tod von mindestens zwei Menschen und vielleicht mehr verantwortlich ist. Mein Freund benutzte eine Website, um Drogen online zu verkaufen, zusätzlich zum persönlichen Handel auf begrenzter Basis. Er verkaufte hauptsächlich Molly, Mescalin und Gras. Er verdiente anständiges Geld, hielt aber seinen Betrieb klein, weil er nicht viel Aufmerksamkeit erregen wollte. Um es kurz zu machen, seine regelmäßige Quelle wurde unterbrochen, sodass er schnell eine andere Person finden musste, von der er sein Produkt beziehen konnte. Sein Freund stellte ihm diesen skizzenhaften Typen vor, als sie in einer Bar in der Innenstadt waren. Die Idee war, dass dies ein Geschäftstreffen war, also fragte er meinen Freund, ob er etwas kaufen wolle, und er sagte ihm, dass er Quellen für wirklich gutes Koks und Gras hat. Nun, ich sollte erwähnen, dass mein Freund normalerweise ein sehr vorsichtiger Typ ist und normalerweise keine Geschäfte mit jemandem machen würde, den er nicht kannte. Aber er suchte verzweifelt nach einer neuen Quelle, weil seine Stammkunden begannen, woanders hinzugehen. Ich meine, so hat dieser Typ seine Miete bezahlt. Also stimmt er zu, Koks und Gras von ihm zu kaufen, nur bis er eine bessere Quelle findet. Ein paar Wochen später und das Arrangement läuft gut. Er hat seine Lieferung, Kokain, auf Opiate getestet und alles ist sauber und er bekommt von seinen Kunden anständiges Feedback. Folglich wird er selbstgefällig. Am Ende testet er einige Chargen Cokes nicht, da er davon ausgeht, dass diese neue Quelle solide ist. Alles ist immer noch in Ordnung. Kunden kommen immer wieder und sagen gute Sachen. Dann sieht er plötzlich Facebook-Posts über einen seiner Kunden. Freunde und Familienmitglieder posten und sagen, dass er durchkommt, dass man für unseren Jungen beten solle und alles Mögliche. Also wird er paranoid und testet den Rest der Lieferung, den er hat. Sicher genug, es ist positiv für Opiate, wahrscheinlich Fentanyl. Er flippt komplett aus. Er fängt an, allen, an die er verkauft hat, eine Nachricht zu schicken und ihnen zu sagen, dass sie die Scheiße wegwerfen sollen, er wird sie zurückbezahlen. Tatsächlich schickt ihm die Schwester von einem der Jungs, denen er verkauft hat und mit der er auch auf Facebook befreundet ist, eine Nachricht und sagt ihm, dass ihr Bruder auch von einer Überdosis im Krankenhaus liegt. Er flippt aus, schreibt niemandem zurück, löscht sein Konto auf der Website und hat seinen ganzen Vorrat abgeladen. Beide Kinder hatten eine Überdosis und waren aufgrund von Sauerstoffmangel hirntot. Die jeweiligen Familien zogen die Stecker. Er verkaufte auch ungefähr eine Unze des Kokains online, also wer weiß, wie viele Menschen er getötet hat. Mein Freund wartete tagelang darauf, dass die Bullen kommen und seine Tür aufbrechen, aber niemand kam, um ihn zu befragen. Kurz darauf verließ mein Kumpel die Stadt und wechselte auf ein anderes College. Das war vor ungefähr 7 oder 8 Jahren. Seitdem hat er das College abgeschlossen, hat einen anständigen Job und eine neue Verlobte. Soweit ich das sehe, geht es ihm wirklich gut, aber verdammt, ich kann mir nicht vorstellen, wie fertig er immer noch ist. Nur er, ich und vielleicht sein Bruder wissen es. Vielen Dank fürs Einschalten.